Holzteile durfte ich da überhaupt nicht mehr haben. Nee, Holzteile habe ich da auch nicht mehr, aber dafür habe ich hier Essen. Hopp. So, komm her, fressen. So, das lasse ich erstmal. Nein, nicht O, sondern I. Und dann mache ich hier draus mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ach komm, mach mal 60. Genau. Die packen wir mal wieder zurück und. So, da machen wir das so. Da machen wir das so. Da machen wir das so. Und dann kommt da, da. Zack. Und zack. Und zack. 3, 3, 3. Und 1, 2, 3. Ach. Beschaubar. Also manchmal habe ich echt eine Konzentration. Cool, aber so kann man das relativ einfach machen. So, wie viele brauche ich eigentlich noch? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich denke, 48 sollten. Ja, ich werde die auf alle Fälle verballern, denke ich. So. Wir wollen ja einiges bauen da oben. Insofern denke ich schon, dass wir die verballern werden. Wir haben ja quasi im Prinzip einen großen Dachstuhl, wo das alles rein muss. Entsprechend brauche ich mir da auch keine großen Sorgen machen. So, 1, 2, 3. Das heißt, das ist vielleicht hier auch gar nicht so blöd, wenn ich hier erstmal die Lücke lasse. Und dann kann ich hier auch eine Wand eventuell reinziehen. Vielleicht wieder unten. Ja, bei dem Fenster weiß ich immer noch nicht so genau, was ich da mache. Ich denke, ich werde jetzt erstmal eins, noch eins nach weiter oben gehen. Und aufpassen, dass ich hier nicht rauslaufe. Nein, nicht rauslaufen. Und dafür dann. Ich hätte ja auch da lang gehen können eigentlich. Also irgendwie, meine Konzentration ist gerade voll im Eimer. So, zack und zack. War klar. War wieder so klar. Und zack. So. Nehmen wir dich mal mit. Machen hier zack. Und da zack. Dann habe ich das hier oben auch. Machen wir da auch gleich alles zu. Bam, 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 bam. Bam. Dann haben wir es nämlich. Und machen hier einfach gleich weiter. So, hier wollte ich ja aufhören, weil hier ja dann der Knick ist. Ich könnte natürlich auch den da noch rüberziehen. Ich könnte auch den da rüberziehen. Naja, gut, lassen wir das einfach erstmal. So, so, so. So, so. 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 Geht es so generell? Nein. Ich dachte gerade, es hat vielleicht was damit zu tun, wo ich genau den Mauscursor hinhalte, aber es scheint nicht generell so zu sein. So. Zack, haben wir die Seite auf jeden Fall schon mal erledigt. Da drüben haben wir auch schon ein bisschen was erledigt. Geht die komplett durch? Jein. So, aber den Spaß können wir dann ja von unten machen. Wobei wir dann eher am besten von der Seite aus anfangen. So. Was ich da hinten mache, weiß ich noch gar nicht so genau. Und das wird hier schon sehr, sehr, sehr eng. Ja, gut, drei Felder. Und dann kann ich hier unten im Prinzip eigentlich Kisten hinknallen. Bis zum Abwinken. Oder vielleicht noch was anderes machen. So, hier würde ich ganz gerne ein großes Fenster haben. Da drüben wahrscheinlich auch. Und hier wären das dann zwei. Ja, es ist halt so ein Dachgeschoss, wo man sich denken kann, okay, für einen Eimer. Im Prinzip. Also, ich meine, arg viel mehr kann man da ja nicht sagen. Bäm. Ja, das geht jetzt wieder nicht. War so klar.
weil wieder einer von oben drängelt. So, da drüben genauso wenig. So, das heißt, die mache ich wieder raus, knall dich da hin und dann kann ich von außen wieder Dinger draufsetzen. Okay. Dum, 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 dum. Und dann machen wir hier nochmal weiter und setzen auch sukzessive das Außending hin. Bam, 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 bam. Das zieht sich jetzt natürlich alles ein bisschen, das ist schon klar. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt permanent darauf achten, ob wir nicht vielleicht sogar von irgendwelchen Kreaturen angegriffen werden. Zack. 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 Oh, wir brauchen neue Dinge. Brauchen schon wieder neues Holz. Tak, 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 tak. Tak. Dich knallen wir mal wieder da unten hin. Da will ich mal die Hälfte und da will ich dann nochmal die Hälfte. Will ich da nochmal die Hälfte. Da. Zack. 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 So. Ja, ist die Frage, ob ich das irgendwie verteilen kann. 4, 4. Und zack, zack, zack. Es wird sogar fast gut passen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hätte ich jeweils wieder die Hälfte nehmen können. Und 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, davon brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu viele. Ich nehme erstmal 30 und halte mir die Option vor, jederzeit neue nachzumachen. Vielleicht beschließen wir auch an irgendeinem Punkt, dass das mit dem Dach vielleicht gar nicht so toll ist. Ah, guck mal da drüben, da kann man doch so ein Fenster reinziehen im Endeffekt. Gelegentlich. Wahrscheinlich werden wir einige wieder raushauen, einfach wenn wir Fenster reinsetzen wollen. Zack. 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 Apropos Fenster. Ich bin gerade versucht, schon mal welche zu machen. So, hier können wir auf jeden Fall schon mal Stufen hinziehen. Dann haben wir die nämlich auch schon erledigt. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich doch so viele brauche. Ach komm, die kommen auch weg. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack und zack. So. Gehen wir hier hoch. Was mir ja gerade ein bisschen reichen würde. Ich könnte die Säule hier eigentlich auch wegnehmen. Auf der anderen Seite will ich da aber auch die Fenster haben. Ja, insofern lasse ich das jetzt erstmal. Und lass mich mal hier reinfallen. So, dann brauche ich natürlich Glas. Habe ich Glas dabei? Nein, Glas habe ich nicht dabei. So, ich nehme mal hier schnell eine Abkürzung. Solange es noch Baustelle ist, geht es ja. Schau mal, ob ich hier Glas drin habe. Oder habe ich das Glas eigentlich in den Keller getan? Habe ich hier. Oh, da habe ich neues Kupfer. Da habe ich Glas. Das ist schon mal super. Habe ich noch Sand? Nein, habe ich nicht. Habe ich da noch was? Ja, da habe ich auch noch Glas. Das ist auch super. Sehr schön. Dann gehen Ja, komm her, Maus. Fluff. Also nicht Maus, Ratte. Ich denke, wir machen uns jetzt mal wieder ein bisschen Essen. Bäm. Und Bäm. Und apropos Essen. Was mir nämlich auch aufgefallen ist. Könnte sein, dass wir das jetzt von hier aus sehen. Nein, von hier aus ist da drüben nach wie vor alles grün. Okay. In der Beispielwelt war da drüben nämlich schon wieder alles ziemlich nicht grün, sondern mehr so
goldgelb. Und entsprechend bin ich dann auch losgezogen, um mir Futter zu holen. Okay. Gut, es wird schon wieder Nacht. Dementsprechend werde ich auch das Bettchen aufsuchen. You can only sleep at night. Es ist night. Es ist night. Okay, die Sonne ist noch da. Vielleicht ist es deswegen noch nicht night, aber an und für sich ist meiner Meinung nach night beziehungsweise Nacht. Und ja, dann sollten wir jetzt schlafen können. Oh, gute Nacht. So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Und ich denke, wir. Finde es so witzig, dass manche von denen am Tag einfach total friedlich sind. Oh, irgendwann müssen wir hier auch noch Schafe sammeln und fesseln. Also nicht fesseln, sondern. Nee, die sind alle noch nicht so weit. Die brauchen alle noch ein Stück. Was ich aber währenddessen machen könnte, wäre quasi hier das Gras ernten. So. Oh. Oh. Ich habe mein Schwert kaputt gemacht. Ich habe jedenfalls festgestellt, dass es scheinbar, also zumindest beim Getreide, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich bilde mir ein, wenn ich das Getreide mit dem Schwert ernte, dann ist die Ausbeute ergiebiger. Plus, dass natürlich auch ich mehr Samen bekomme. So, ich finde es so witzig, dass die Sandmonster mich gerade überhaupt nicht angreifen. Ich glaube, das liegt wirklich daran, ob sie mich in der Nacht sehen oder nicht. Wenn sie mich tagsüber sehen, habe ich den Eindruck, sie lassen mich einfach in Ruhe. Aber das sind mir schon ein bisschen zu viele. Also ganz ehrlich, das sind mir schon ein bisschen zu viele. Wenn man da einfach durch die Gegend reisen will, dann ist man ja permanent am Sandmonster begegnen. Neun. Naja, wirklich ergiebig war das jetzt auch nicht. Aber neun ist auch auf der anderen Seite besser als gar nichts. Fackeln wollte ich gerade nicht. Die Axt könnte ich mal wegpacken, genau. So, dann können wir hier aufs Gras gehen und neu pflanzen. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tak, tak. Und da drüben sehen wir schon wieder goldgelb. Das ist toll. Tuk, 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 tuk. Tuk, tuk. So, noch lassen sie mich in Ruhe. Wunderbar. Man muss halt ab und zu ein Auge auf sie haben. Nicht, dass da plötzlich einer hinter einem steht oder vor einem und einen gewaltig vermöbelt. Ich habe welche verloren, oder? Sieht fast so aus. Na gut, säen wir ein paar Samen aus. Bäm, 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 bäm. Dum, di dum, bidum, bidu, bidu. So. Die Dinger sind jetzt goldgelb und die kann man jetzt ernten im Endeffekt. Und ich habe eben den Eindruck, dass das Zeug halt eigentlich nur dann wächst, wenn ich in der Nähe bin. Sonst kriegt es wahrscheinlich einfach keine Zeit und dann wächst der Spaß auch nicht. Also ich muss eigentlich immer permanent in der Gegend sein. Und wir sehen schon, wir haben jetzt hier irgendwie 10 Samen bekommen. Und ich glaube, ich habe auch nur 5 geerntet. Das können wir ja gleich mal nachzählen. Eins, also warte mal. Fluff, 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 fluff. Ich habe die ja von vorne nach hinten geerntet. Fluff, 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 fluff. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Tü, 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 tü. So, und ich glaube, das war es dann nämlich. Genau. Okay. Nicht immer zwei, aber meistens. Die sehen wir jetzt natürlich wieder aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Und dann habe ich im Prinzip noch vier über, die ich jetzt natürlich auch weiter aussehen werde. Zack, zack und zack. So, dann machen wir uns jetzt unser lustiges Mehl.
Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Natürlich alles. Tack, 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 tack. Und wir müssten ja auch noch Mehl in der Hütte haben. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Dann können wir uns nämlich wieder schön ein bisschen Brot backen. Und wie gesagt, in dieser Experimentierwelt, da war es eben so, dass ich dort war und dann ein bisschen was gearbeitet habe und das Ding ist plötzlich richtig, richtig gut alles reif geworden.